Ich wollte eigentlich Bortnikow testen. Bist du bereit Ja, gerne. für ein paar Banger? Also Bortnikow ist eine Marke, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Bortnikow ist von einem Russen. Das ist absolut Nische, okay? Wir betreten jetzt einen Bereich, das kennt kein Mensch. Also die wenigsten kennen das, okay? Und wir gucken jetzt, du wirst Sachen riechen, die du noch nie gerochen hast. Okay, warte mal. Wieso benutzt du die Produkte von Eggers nicht? Hat mega ausgesehen. Die Produkte von Marc sind super. Ich selber habe heute das Shampoo benutzt von Marc. Ich bin ganz großer Fan von Haarfrau Dicker von ihm. Ne? Wenn man 10 Haare hat, ich traue mich gar nicht. Wenn ich jetzt zu dir zustimmen würde und den Kopf runter mache, jetzt gerade sieht es ja wirklich aus. Hey, der hat doch gar keinen Haarausfall, ne? Nee, du hast Aber echt, sieht aus, als hättest du normale Haare. oben auf dem Kopf geht halt die Party ab, ne? Okay. Ja. Egal. Wurde eigentlich mal erwähnt, in welche Richtung EK Purple Flamingo geht. Der ist teurer als Arabian King. Teurer. Also Iris, dadurch, dass Iris so teuer ist. Ich wusste das auch nicht. Guck mal, die Sache ist, ich habe das in Auftrag gegeben und es ist jetzt auch nicht, ich sag mal, es ist jetzt nicht so wichtig, was das im EK kostet, weil ich das Produkt ja eh realisieren will. Normalerweise, und das ist keine Lüge, sollte der VK-Preis bei 310 sein. Aber ich habe gesagt, das ist zu viel. Also. Sascha, wann bist du in Istanbul? Das wird passieren ohne Video oder ohne große Ankündigung. Vielleicht Ende des Jahres, vielleicht aber auch nicht. Nee, jetzt gerade sind mir auch zu viele gegangen und dann ist es irgendwie komisch. Also, Bortnikow ist von einem Russen. Ich glaube, der ist nach Malaysia gezogen oder so. Du hast das ganze Sortiment gekauft. Ja, wenn, dann musst du ja alles nehmen. Du hast doch Tester hier. Ach, da kommt noch mehr! Verarsch mich nicht! Ich wusste auch nicht, dass der das. Ich wusste auch Wie nicht, sollen dass. wir denn alle Düfte riechen, Marc? Hä? Sascha, wir gehen. Also, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das kann nicht dein Ernst sein. Hä, das sind noch nicht viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 Stück. Du setzt dich jetzt hin. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Das geht schnell. Das geht schnell. Wir machen das mit der schnellen. Manche Sachen fallen auch flach, weißt du? Manche Sachen sind auch einfach zu stark. Dann gehen wir mal rein, ne? Ich habe die Marke seit Freitag ist sie angekommen. Ich sage euch, wenn ihr auf der Suche seid nach dem letzten Kick, hier geht's richtig nach vorne. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Welchen haben wir denn hier als erstes? Oud Cologne. Wir müssen uns auch gar nicht so aufhalten. Das soll eher auch eher jetzt ein schnelles Ding sein. Man muss auch nicht immer drüber Ey, philosophieren. dein Tempo, Marc, dein Tempo. Jo. Ich finde, Parfüm dauert halt immer nur eine Weile, bis sich's entwickelt hat, ne? So, okay. Gut, darauf ist auch geschissen. Da will jemand ins Bett. So, okay. Haute Cologne. Okay. So, hier haben wir drin Bergamotte, Grapefruit, Wacholderbeere, Kiefernadeln, Ambergris, Benzone, weißes Oud aus Thailand. Was findest du? Was sagst du? Ich finde starke Grapefruit-Note. Ja, es geht nach vorne. Aber ge das geht noch. Ich finde, der geht noch. Das erinnert mich an irgendeinen Duft tatsächlich. Ich finde starke Grapefruit-Note. Ganz leichtes Oud. Ich finde kein starkes Oud. Nein, kein starkes Oud. Kein starkes Oud. Ne? Also da muss ich sagen, sind wir jetzt. Das ist kein starkes Oud. Okay. Warte, Dann. warte, 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 warte. Der Duft erinnert mich an. Der ist schon seriös, finde ich. Also man kann ja auch Düfte ein bisschen zu dem auch kombinieren, was man trägt. Ja. Zu meiner Optik würde er jetzt nicht passen, sage ich. Ich finde, das kann schon Business-Duft sein. Das kann, ja, genau, da sehe ich ihn auch. Würde ich sagen, Business-Duft. Aber du merkst schon, der handwerklich ist einfach Ja, gut gemacht. super komplex. So, dann machen wir Symphonie de Neroli. Das heißt, hier sollte auch wieder ein etwas frischer Duft sein. Neroli, ne, kennt man ja. Puh, Alter, der Ölanteil bei den Dingern. Was würdest du schätzen? Also, die müssen auf jeden Fall 25 bis 30% easy. Da Oh muss mein ja. Gott, ich riech's bis hier. Da müsste aber Vetiver drin sein, oder? Oh Was haben wir mein denn? Gott, ja. Limette, Clementine, ja, Vetiver. Der ist sehr stark hier drin. Der ist sehr stark. Sehr erwachsener Duft. Ganz erwachsener Duft. Oh mein Gott. Also ich finde ihn sehr gut. Ich mag Vetiver. Wir haben jetzt hier im Sommer kühlt das sehr, sehr schön runter. Sehr, sehr nice. Ja, So. Chat, wenn ihr im Office Leute habt, die ihr nicht mögt, die nah bei euch sitzen, dann geht der sehr weit nach vorne. Jetzt, Mysterious Oud. Gut, dann nicht. Mysterious Oud. Hier drin soll sein Kardamom, Nelke, Tonkabohne, Oud, Vanille und so. Okay. Da ist ein kleiner Stinker. Ja, dann ist genau Oh. dein Duft, Alter, weil du bist ein Stinker. Du kommst zu mir nach Hause in Stuttgart, wir drehen was und dann hast du den drauf. Das ist ein Stinker. Ist aber wirklich nur ein kleiner Stinker tatsächlich. Ja, hast du gut beschrieben. Ist tatsächlich ein kleiner Stinker. Der kommt nicht schlecht. Mann, der löst was aus, ja. So ein kleiner Sidekick, aber so leider ein bisschen untergeordnet.
Aber riecht okay? Ist okay, ne? Würdest du irgendwas rausriechen können, außer Oud? Ist schon schwer, ne? Schwer. Schwer, ich würde auch sagen. Es ist schon Oud-Duft, der hat da Myrrhe und so, würde ich auch sagen. Zimt würde ich auch sagen. Also es ist schon etwas eher... Zimt habe ich gar nicht gerochen. Mysterious Kuhstall, schreibt der eine. Genau, dann machen wir mal weiter mit Cologne de Foy. Was haben wir hier drin? Also Orange, Blutorange, Zitrone, Himbeere, Tee und kein Oud. So ein typisches Cologne, was man aus der Türkei kennt. Finde ich gut. Ja. Gibt's auch als Duft selten, muss man sagen. Ja. Haut dich wahrscheinlich jetzt nicht um. Ja, ne? Ja, ich weiß auch, was du meinst. Aber das würde ich sagen, das kann man easy im Sommer gut tragen. Ist ein sehr zitrischer Duft. Wir haben viele Leute, die auch einfach mal was Einfaches tragen wollen, im Sinne von, ne, die möchten halt einen frischen Duft haben. Und hier habt ihr ganz schöne Blutorangen. Ja, ja, die Blutorange kommt hier verrückt raus. Wenn du nochmal jetzt, wenn du nur das so riechst, Blutorange. Oh, ja. Ja, ja. Schöne Blutorange. Ja, ja, voll. Volle Kanne. Ja. Oh, der war mal, den habe ich richtig gefeiert. Das war, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Der war aber am Anfang ein bisschen komisch. Und zwar der gute Sir Winston. Der war, glaube ich, wirklich mein... Sir Winston klingt schon wie eine Zigarettenmarke, ne? Da ist da Tabak drin. Da ist... Oh, hält sich ja an Grenzen. Tabak, ja. Tabak. Ist da Tabak drin? Ja. Grüner Tee? Boah, also der Duft, der holt mich schon ab. Ein richtiger Mann. Das ist nichts für... Aber das ist ein richtiger... Ich weiß aus, das ist nichts für dich, wolltest du sagen. Das darf ich immer anhören. Sascha trägt Kinderdüfte. Das sagst du immer. Immer. Da riech mal daran. Das für wahre Männer. Stehst du? Das ist so krank. Das ist so krank. Guckst, bist da mit deinem Anzug, weißt du, hast vielleicht noch Dings, bist im Mantel da, sitzt du da. Ja, ja. Das ist schon... Also, aber der hat eine schöne DNA. Der ist tragbar. Der ist tragbar. Der ist auch nicht zu komisch, der ist echt tragbar. Sir Winston? Also, wenn er wirklich abflacht, dann sag ich dir, es ist ein wunderschöner Duft. Sir Winston? Aber im ersten Riechen auch ein bisschen, so stelle ich mir auch ein Gorilla-Gehege ja, vor. Ja, 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 der ist schon maskulin. Ja, ja, der ist schon maskulin. Auf jeden Fall, ja. Le Voyage Oriental. Okay, hier haben wir orientalische Spices wahrscheinlich. Le Voyage, gucken wir mal, was haben wir hier? Was sind Kinderdüfte? Nee, wir sagen aus Spaß immer Kinderdüfte, aber ich trage halt leichte. Nicht leichte, du trägst keinen leichten Duft, du trägst fruchtige, süße Düfte. Ja, genau, aber trotzdem auch so leicht im Sinne von, das hängt dir nicht so krass in der Nase, weißt du, was ich meine? So, hier haben wir drin schwarze Johannisbeer, Bergamotte, Mandarine, Aprikose, Pfeffer. Puh, starke Pfeffernote. Wildes Oudöl. Mhm. Starke Pfeffernote, da wüsste ich jetzt nicht, wann ich den tragen soll. Das ist ein sehr starker Pfefferduft. Sven. So riecht Mark Egger seine Wohnung. Ja, ich wollte Spicebomb sagen. Victor and Rolf Spicebomb. Er hat Spicebomb, er mag Spicebomb sehr gerne. Das ist so, geht so in die Richtung, Spicebomb. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist so Victor and Rolf Spicebomb. Ja, so riecht Mark seine Wohnung. Beispiele, Sascha. Ich gebe dir Beispiele. Einen absoluten Lieblingsduft, den ich gerade, nicht einen absoluten Lieblingsduft, aber den Duft, den ich sehr oft trage, das ist der hellblaue, den ich gekauft habe, so eine Special Edition. Weißt du noch, was ich meine? Superschönes Flakon, wie so ein hölzerner Deckel. Der ist so babyblau gewesen. Da meinst du, da waren wir hier mit Marc und so, den habe ich mitgenommen. Irgendwas mit... Von mir? Ja, ja. Da meinst du, das ist eine Special Edition. Das ist so ein blauer Duft. Dye von Anfass. Nee. Da ist er, da steht er. Ich kann ihn kurz holen. Ah, der. Ja, du hast den... Ja, genau. Ich ja. Den hier zum Beispiel. Weißt du, das ist so ein Duft, den... Ja, der ist momentan... Den gibt es nicht mehr. So einen zum Beispiel. Oder was ich noch trage, ganz viel ist, das ist jetzt nicht so Panadora, nicht Panadora, sondern dieses Liquid SD Mandalore, oder wie der heißt bei dir im Shop. Ja, Soradora. Soradora, Mandalore trage ich noch richtig viel. Oder das Goldene. Das Goldene ist Liquid Gold. Liquid Gold. Ja. So, nächster Duft ist Tabak d'Or. Tabak d'Or haben wir rosa Pfeffer, Zimt, Tabak, wildes Oud aus Thailand und Vietnam. Der holt mich auch ab. Der riecht fast nach Likör. Also nach einem Alkohol. Der finde ich auch sehr nice. Ja. Für einen Männerabend so. Ja. Chat, was ist gerade eigentlich euer Lieblingsparfüm? Also nur eins bitte nennen. Wir wollen, wenn ihr mit einem gehen müsst, ich weiß, Leute, die in der Materie drin sind, schwierig zu entscheiden. Ja. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich nur wegen der Einzigartigkeit mit Mandalore gehen, weil es riecht einfach einzigartig, obwohl es ein bäriger Duft ist. Ja, aber auch schön tatsächlich. Ja, findest du? Ich finde ihn schön. Das ist schon ein heftiger Duft.
Auf jeden Fall, aber ich finde ihn trotzdem schön. Ich finde, es ist ein sehr, wie so schokoladig auch ein bisschen, keine Ahnung. Gleich kommt ein Duft, der ist pure Schokolade. Warte, was schreiben die Leute rein? Alexandria 2, Blonde Amber. Finde ich auch heftig, viele Leute schreiben Alexandria oder haben Alexandria. Alexandria ist so ein doch schon komplexer und schwer zu tragender Duft eigentlich. Ich hab den gerade gar nicht mehr in der Nase. Cartier, Oud und Ombre, okay. Apex von Roya. Oh, das glaube ich, sagt mir sogar was. Red Ishq Special, okay. Terra Mia. Mhm. Actual Richwood. Richwood. Gentleman Givenchy. Krass, hatte ich auch früher. Alexandria 2, das hat auch. Das habe ich bei Eli gesehen. Dann haben wir weiter. Ich glaube, das ist dein Duft hier. Ich glaube, der ist für dich. Okay, dann der ist für dich hier. Der ist für dich. Ja. Lao Oud, ja, Oud aus Indien. Oha, Sascha, wollen wir da mal den Full Wear machen? Nein, Alter, ich hatte wirklich kurz Angst, ne? Das ist der Kuhstall. Wenn ihr nach Kuhstall riechen wollt, dann ist Lao Oud wirklich. Hä, riechst du nicht das Bienenwachs raus? Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Guck mal, das ist Expert-Level. Habe ich auch am Samstag ein paar Leute. Alter, nimm das, Marc. Das ist wirklich. Ich will mich nicht ausdrücken, was meine Gedanken sind, weil ich will ja den Duft auch verkaufen. Oder darf ich mich einmal kurz äußern? Darf ich einmal ehrlich sein? In dem Moment, wo ich an den Tester gerochen habe, hatte ich das Gefühl, wenn ich meine Augen geschlossen habe, bin ich von dem Hinterteil von der Kuh 3 mm entfernt. Okay. Meine Nase steckt drin. Es ist wirklich krass. Also, es ist wirklich krass einfach. So, wir machen weiter mit dem nächsten und zwar mit Oud Monarch. Oh, der hört sich auch gut an. Ich glaube, der war auch nicht schlecht. Capri finde ich sehr gut für den Sommer. Capri? Capri Forget Me Not von Cartusia, so ein Minzduft, habe ich auch mal gezeigt. So, hier machen wir wieder weiter mit Oud Monarch. Mal sehen, wie der hier. Vanille. Muss sagen, Sergio 400 super underrated. Xerchow 400? Mhm, gibt's auch. 400 sagt mir gar nichts. Interessant, mit Rose. Magnolia. Der Stuhl ist so geil, wie er jedes Mal ausatmet, wenn du dich reinlegst, ne? Ja. Der ist nicht schlecht, der Duft. Der hat sogar ein bisschen Süße mit drin. Der ist gut. Ja, der ist gut. Der Oud Monarch. Ist auch speziell. Ist ein. Aber schön. Den kann man tragen. Ne? Ich habe ja einen Oud-Duft zu Hause. Kennst du den? Ja, habe ich dir gezeigt. Den habe ich mir gekauft in London. Welche war das denn? Das ist von dieser einen Marke. Das ist von Roya. Einer hat vorher Roya geschrieben. Mhm. So ein länglicher und der heißt Die Oud oder so. Okay. Weiß nicht genau. Wir machen weiter mit Santa Sam. Der ist wirklich schön. Riech mal nochmal bitte. Der ist wirklich schön. Das ist mein Lieblingsduft. Der kommt ganz soft. Das ist mein Lieblingsduft. Der kommt ganz soft. Welcher war das? Der Oud Monarch. Oud Monarch, Chat. Wer es auch, wer eher so auf der süßlicheren Seite ist, ne? Nicht so männlich. Alter, was geht hier ab, Alter? Drachenblut Räucherwerk, was auch immer das heißt. Grapefruit, Vanilleblüte. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Ja, man merkt es auf einem Sprühen, ne? Der Sprüher tut sich echt schwer fast. Alter, das ist fast eine Süßspeise hier. Puh, das riecht so nach Orange. Obwohl da gar kein Orange drin ist. Aber riech mal, es riecht so nach Orange. Kannst du das nächste Mal aufsprühen in der Nähe vom Mikrofon, dass der Chat mal hört, wie schwer sich eigentlich die Flasche tut, ey. Wie das Ding am Arbeiten richtig ist. Richtig am Ausatmen, ey. Fast so ein Orangenkeks, ne? Ja, es riecht nach Weihnachten. Riecht nach Weihnachten, finde ich auch. Der riecht, das ist ja, der geht gerade Hand in Hand mit diesem Oud Monarch, ne? Ja. Nur von meinem Geschmack her, also welchen ich mag. Mit Vanilleblüten, okay, ja. Der ist übel gut. So. Marc, ich glaube, der löst sogar in meinem Ranking gerade offiziell den Oud Monarch. Ja, okay, können wir gleich nochmal, stellen wir den nochmal daneben. So, machen wir weiter mit Der Name ist auch geil, Santa Sangre. Santa Sangre, was heißt das denn überhaupt? Boah, der ist krass. Eure Meinung zum Parfüm Semali Persia, kenne ich nicht. Den neuen, so ein Grapefruit-Duft hatte ich aber Justin geschenkt, darum habe ich ihn gerade nicht da. Hast du gesehen den Stream mit ihm? Noch nicht, ne. Ne? Oh, witzig, echt. Haben gut gelacht. Die letzten Tage im Urlaub, als ich zurückkam, musste ich viel arbeiten. Das war echt witzig. Justin, ey, haben echt gut gelacht. So. Ja, Justin, guter Mann. Nächster Duft ist Oud Sultan. Boah, der Santa ist es. Der Santa ist es. Okay, hier haben wir drin. Mandarine. Riech raus. Grüne Mandarine, ja, Bergamotte. Aber der Oud kommt direkt dahinter. Ich bin allergisch gegen Katzen, ne? Nein. Ja doch, mein Auge juckt, die ganze Zeit juckt mein Auge, ich denke schon so, was ist los und mein Bart juckt, aber ist nicht schlimm. Okay. Und ich wundere mich schon so, was los ist. Sitzt nachher so da. Ja, wirklich. Ja, der macht seinem Namen schon.
Ja, der ist schon ein kleiner Sultan, ne? Der ballert auch. Wenn ich jetzt nach Dubai fliegen würde und ich würde aus dem Flieger steigen und es würde so am Flughafen riechen, wüsste ich, ich bin da. Jo. Ja. Pass auf, ich wollte dir... Ja, mein Bart juckt, ich hab Bart. Ey, Chat. Dieser Duft ist reine dunkle Schokolade. Reine dunkle Schokolade. Hier steht auch Oud und so ein Kram, aber... Ja, ey, Chat, ich hoffe, ihr habt jetzt gehört, wie schwer der Sprüher geht. Also, wenn man diesen pullen kann, den Duft, ist heftig. Oh mein Gott. Aber da muss man auch ready für sein. Mir bleibt, das ist ein Duft, da bleibt dir der Atem weg. So wie bei meiner Victoria. In meinem Leben. Seitdem wir uns kennen, habe ich noch nie vergleichsweise so eine Aussage von dir gehört. Das ist ja krass. Den kannst du nicht pullen. Ne? Den kannst du nicht. Ich glaube, geht. Ich sag, das geht nicht. Ich glaube, der geht. Ich wünschte, dass es so eine Funktion gäbe, dass ihr mitriechen könntet, weil das ist so... Und das gibt es. Und das gibt es. Für komm, nur... Nicht mit dem 2 Millimeter, wenn du jetzt mit 2 Milliliter... Für nur 25 Euro könnt ihr 2 Milliliter abchecken. Marc, du hast gerade 20 Düfte mitgebracht. 20 mal 25, die Rechnung ist leicht. Wem willst du diesen Geld? Du siehst den Leuten echtes... Du willst so... Ja, sorry. Was soll man machen? Für 2 Milliliter kriegt ihr circa 30 Sprüher, richtig? Für 2 Milliliter? Ja, ziemlich genau, ungefähr, ja. Ich könnte hier arbeiten, das weißt du, ne? Ja, könnte man machen. So, und zwar, wir machen weiter mit Mask Khabib. Guter Name. Ist die Frage, ob das wirklich von Khabib auch wegen Khabib gemacht wurde? Hält von 12 bis Mittag. Ich sag dir ehrlich, die Düfte, die ich hier gezeigt bekommen, habe ich das Gefühl, die trägst du und die wirst du nicht los. Ne? Die sind schon sehr stark. Die sind schon sehr, sehr stark. Also hier soll drin sein, Kardamom, Muskat. Das ist wie wenn Mark Eggers ein T-Shirt von Ola Kala anzieht. Das ist Second Skin einfach, ne? Er hat doch abgenommen jetzt, oder nicht? Ja, trotzdem alles hauteng. Hat auch vorher einen Pulli angezogen. Ich hatte echt Angst. Ich war froh, dass ich nicht der Pulli war. Nein. Ehrlich. Hauteng, das Ding. Boah, der ist schön. Mask sowieso schön. Tonkabohne. Startet ein bisschen zitrisch. Ja, man merkt auf jeden Fall diese orientalische Note raus, ne? Aber ich finde, durch dieses Mask finde ich gut. Ne, generell bei der Brand meine ich jetzt erstmal. Ja. Safe. Ja, ich verbinde immer nur, weil mein Opa hatte so Düfte in die Richtung. Ich verbinde halt immer meinen Opa da damit und mich jetzt selber noch nicht, ne? Aber so vom Prinzip her ist der schön. Next, Sayat Nova. Sayat Nova haben wir. Die Farbe ist krass. Aprikose, Vanille, Rum und Oud. Okay. Boah, das sieht mal richtig dunkel aus. Ja, die Farbe ist krass. Boah, das wird auch. Boah, wenn du den auf dem T-Shirt sprühst. Dein T-Shirt ist weg. Jetzt mal ohne Spaß, bei den Düften musst du aufpassen, ne? Die sprühst du ohne. Aber eine Intensität. Kein Oud, der könnte sogar. Boah, der ist so hoch konzentriert. Hochspannend. Von Xerchow Tommy Ayomi, nur für Erwachsene. Sehr, 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 sehr dunkler Duft. Der ist verrückt. Hat ein bisschen was auch, war auch ganz, ganz leicht von Lagerfeuer, finde ich. Minimal. Rieche eher weniger. Aber ich finde so diese ganz dunkle, so Aprikose, Rum, Vanille, so das Rum, ich, Rum, 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 Rum. Sehr starke Rumnote. Ja, ja, voll. Der ist gut. Also. Der riecht interessant. Ja, ja, wenn du den an dem Abend, wenn du rausgehst, trägst, hast du höchstwahrscheinlich den interessantesten Duft von allen an. Der ist echt spannend. Sag mal an. Boah, den müssen wir mal hier liegen lassen. Der riecht gut, ja, ey. Der ist gut. Der riecht gut, so. Cologne. Es gab nämlich einen Duft, ey, ich sag's dir, der hat mich so an die Türkei erinnert. Ich glaube, das war der hier. Zitrone, süße Orange, Grapefruit, Eichenmoos, Zeder, Harz. Was schreibt Anna Sayat Nova im Club? Kannst du machen, ehrlich. Super dunkler Duft. Ja, kannst du easy machen. Ja, ist gut. Benjamin, kannst du easy machen. Ja, der hier hat mich so an die Türkei erinnert. So von den Spices und so, von dem Lebensgefühl. Ja. Ne, so ja. Ein Türkei-Feeling. Der ist nicht so stark. Das ist, von allen Cologne-Düften würde ich den am ehesten tragen. Ich fand den, als ich ihn gerochen habe, fand ich ihn auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir einen Duft, den ich nicht lesen kann, weil ich kein Arabisch lesen kann. Und zwar. Alter, da links ist er, oder? Gibt es einen Rich, den haben wir noch gar nicht. Rich habe ich noch gar nicht. Und zwar hier. Der heißt Scheherazade. Ich habe gerade nicht zugehört. Wie heißt der nochmal, Marc? Scheherazade. Okay. Der gute Scheherazade. Flaschendesign.
Top. Logo, top. So, top. Was haben wir hier? Hat Sascha Purple Flamingo mal gerochen? Als erstes. Brutal. Besser als Orange Flamingo, für meinen Geschmack. Was da drin? Schwarze Johannisbeere, Bergamotte, rote Mandarine, Aprikose, Pfeffer, Zeder, Sandelholz. Ganz kompliziert zu riechen. Also ganz, ganz, ganz schwer zu. Einerseits frisch, andererseits super dunkel. Das ist irgendwie so aus beiden Welten. Du weißt gar nicht, wo du riechen sollst irgendwie, oder? Der ist einerseits zitrisch, krass. Einerseits zitrisch, einerseits dunkel. Marc, ich weiß jetzt wild, was ich sage, okay? Ich darf ja immer ehrlich sein. Denk jetzt mal, halt mach mal deine Augen zu, okay? Denk mal bei einem Döner an diesen Salatmix, okay? Wo so Tomate und Salat schon gleichzeitig gemischt ist, ne? Weißt du, was ich meine? Hm? Das riecht wie dieser Salatmix ein bisschen. Riecht ein bisschen nach Döner, finde ich. Doch, riech doch nochmal. So ein bisschen. Ah, ja. Du meinst so dieses ganz frische, ja. Dieses gewaschene. Ja. Ja, okay. Aber dieser Mixer davon. Ja. Riecht wenn du es so aufgechoppt hast. Ja, genau. Ja, okay. Ja, es ist ein wilder Vergleich, aber ja. Dann haben wir Cypre du Nord. Aber was für eine Marke, ne? Was der Typ für ein Künstler ist. Ja, brutal. Der hat Angst vor gar nichts. So, Cypre. Mann, juckt hier alles. Nicht auf, ey. Ich fahr wirklich gleich auf einem Auge nach Hause. Ich bin hier gerne. So, Cypre du Nord. Hier haben wir Eichenmoos, Pfirsich, Muskatnuss, Bergamotte, Orange. Okay. Oh. Der könnte was für dich sein. Nicht? Doch, schön. Der ist schön, schön. Ne? Der ist tragbar. Ja, man muss ihm nur Zeit lassen, aber... Sibirischer Hirschmoschus. Wirklich schön. Wirklich. Angenehm, ne? Ganz angenehmer Duft. Super. Weißt du, das sind alles so Düfte, wenn ich zu jemandem nach Hause kommen würde. Also jetzt zum Beispiel der auch wieder. Und es würde da riechen. Das riecht einfach gut. Es riecht so heimisch, so. Hier riecht er, wenn man so wedelt. Sehr angenehmer Duft. Der kann dir nicht gefallen. Ja. Das funktioniert nicht. So, gleich haben wir es geschafft. So, wir ziehen nochmal durch. Das ist wirklich schön. Vetiver Nocturne. Nicht so weihnachtlich. Sehr gut. Aber wenigstens hast du mal auf eine Aussage von mir geantwortet. Vetiver Nocturne, hier drin ist Vetiver. Oh. Ganz harter Vetiver-Duft. Das wäre was für meinen Dad. Ganz harter Vetiver-Duft für den Hochsommer. Puh, ey. Der geht rein. Der geht rein in die Nase. Dein Dad trägt sowas. Mhm. Boah. Ja, ey, da brauchst du nicht meine Meinung an, ne? Der ist sehr erdig. Ja. So, wir machen weiter. Gehen wir weiter mit der Calatrava an. Huch. Und zwar Dream. Ich weiß nicht, warum das Ding in der kleinen. Nee, mach dir keinen Stress, Mann. Mach dir keinen Stress. Du machst gar nichts, ey. Preislich alle ähnlich. Der Dream, ich glaube, alle waren so bei 200, oder? Ja, die waren alle gleich. So, und Chat, ehrlich, Marc, was halten wir von diesen Preisfragen? Ist doch egal, ey. Für was ist Geld da? Geld ist, was hat der Dings gesagt in dem Podcast, der von Brabus? Er gesagt, Geld ist eine Ressource. Man muss wissen, sie einzusetzen. Verstehst du? Voll. Der zum Beispiel wäre gar nicht meins, der gefällt mir gar nicht. Die kleine Flasche fände ich gut, aber der gefällt mir gar nicht. Warum nicht? Irgendwas da drin stört mich. Der gefällt mir irgendwie gar nicht. Das ist pfeffrige, oder? Also Pfeffer irgendwas, drin? Ja. Pfeffer eben hat mir auch nicht gefallen. Also das. Nee, aber da ist kein Pfeffer drin. Was ist das? Also der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. So, weiter geht's. Nächster. Fessner. Da habe ich sie auch alle mal gerochen. Geld muss man aus dem Fenster werfen, damit es durch die Tür wieder reinkommt. Ja, das stimmt. Du wirfst aus dem Fenster raus im Online-Shop und es kommt durch die Tür, durch den Paketboten wieder rein. Genau. So, Fessner. Extrakt aus Früchten. Ananas, schwarzer Tee. Ui, ein Tee-Fruchtduft. Spannend. Okay, interessant. Ist jetzt nicht mein Style, aber getrocknete Früchte. Mhm. Geht schon so fast in eine Gummibär-Richtung, so in sowas irgendwie. Ja, aber ich sag dir ehrlich, der ist gut für meinen Geschmack. Wedel mal. Weißt du, woran er mich erinnert? An diesen Multivitaminsaft ein bisschen. Ja. Multivitaminsaft. Stimmt. Ja, das bringt es eh auf den Punkt. So, hier, wir machen weiter mit dem hier. Der ist wieder hochkomplex, sehe ich da. Oha. Okay, interessant. Mhm. Auf was findest du, sollte man achten, wenn man diese Basisnote, Herznote und Kopfnote durchliest? Was gar nicht, ist eigentlich uninteressant. Ich nehme das nur, um ein bisschen mehr zu verstehen. Okay, aber für deinen Geschmack, was
welche Note, Herznote, Kopfnote, Basisnote, ist die Note, die am längsten bleibt, wo du sagst, da weiß ich, wenn ich das kaufe, das ist schon die Note, die am längsten bleibt. Alle Sachen, die also große Molekülquerschnitt haben, also alle Sachen, die so schwerer sind, ne? Beispielsweise Leder, Kardamom, Hölzer, Oud und sowas, das sind alles Sachen, die lange anhaltend sind. Alle Sachen, die zitrisch sind, sind schwieriger einzufangen. Oder hier Labdanum zum Beispiel, Tonkabohne, das sind Sachen, die immer krass haltend. Ist schwer, da kann ich jetzt nichts beschreiben. Coupe de Fendre, kann ich jetzt nicht sagen, wonach das riecht, aber ich finde es riecht interessant. Für mich riecht es wie eine Kathedrale in Rom. Weihrauch, Kiefer vielleicht, deswegen. Das kann sein, dass es wegen dem Kiefer ist. Riecht gut, aber. So, wir machen weiter. Gleich sind wir durch. Die letzten vier Stück. Und zwar Amber Cologne. Das ist unser simpler, glaube ich. Amber Cologne. Der könnte Mass Appealing sein. Also man hat dieses typische Cologne. Und dazu noch ein bisschen volleren Körper. Ist jetzt kein Weltbewegen. Ich glaube, der Duft ist relativ ersetzbar. Den können wir mal, glaube ich, außen vor lassen. Ist ein guter Duft, aber jetzt keine Sensation. Also das, was da steht. Dieser zitrische Cologne. Ja, ja. Da ist der andere Cologne. Also den anderen war besser. Ja, ja. Zenfira, was haben wir hier drin? Pfeffer, Tee. Okay, der könnte vielleicht ein bisschen trockener sein. Mit Rose, okay. Das ist ein Rosenduft. Boah, der knallt aber rein, ey. Alter, das ist aber heftig. Boah, Alter. Der knallt aber richtig rein, ey. Das Krasse ist, wenn man so einen Duft zum Beispiel jetzt auf dem Duftstreifen... Ist ein bisschen so schwierig. Ich sag dir, wenn du als Mann so einen Duft trägst, das macht richtig Eindruck. Ist zwar nicht einfach für uns zu tragen, aber wenn du den trägst... ja, ja. Der macht richtig Eindruck. Du kommst rein, alle denken sich so, Alter, was ist das für ein heftiger Rosenduft? Ja. Interessant. Aber nicht einfach zu tragen. Nee. Aber interessant. Aber super, 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 super guter Rosenduft. Heftiger Rosenduft. Hochwertiger. Ja. Nicht dieses, vieles riecht ja nach Rose, aber... Billig wirkt er halt, wenn du dich damit mal beschäftigst. Und der ist schon... Aber gut, da sind wir preislich nicht bei dem gleichen, denn da sind wir bei 375 Glocken. Oh, 375. So, Mask Cologne, hier. Okay, Teeduft, ja, ist okay. Ist ja jetzt auch nicht weltbewegend. Ist ein guter Duft, aber wenn jemand ein Teefreund ist, wenn jemand sagt, er hat Lust auf so trockene Teedüfte, dann ist er hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Gut tragbarer Duft, ja, gut tragbarer Duft. Ja, super. Ist gut tragbar. Aber ich weiß nicht, welchen wir nochmal hatten. Diesen Vesna Cologne oder so. Bin ich mir nicht mehr sicher. Würde ich auf jeden Fall mal durchriechen, welchen Cologne-Duft man am meisten mag. Ist Le Heur Exquisite. Hier drin ist Neroli. Nelke. Nelke riecht man eigentlich immer sehr krass raus. Okay, der ist heavy. Das ist nochmal ein heftiges Ding, ey. Boah. Alter. Boah, der zieht dir aber die Schuhe aus, ey. Eieieiei. Also, ihr könnt das leider nicht riechen, was wir hier haben. Der ballert, das ja. Ist so krass. Wirklich, den sparst du dir nochmal als letztes auf, so wirklich, dass ich nochmal mit dem letzten Faustschlag ins Auto steige und nach Stuttgart fahre. Ich fahre ja heute noch nach Hause. 4 Stunden. Ja, natürlich. Das ist das Letzte, was bleibt. Ey, was der zu kranke Düfte, was ich hier gerade gerochen habe. Ja, aber... Ist ein Heavy Hitter. Heftige Marke. Ist wirklich eine heftige Marke. Heftige Marke. Kennt kein Mensch, aber ist nicht schlecht.